Hallo und herzlich willkommen bei den Grillschweinen. Im heutigen Video haben wir ein Unboxing-Video vom Big Green Egg L. Und ich meine, jedermann mag Sachen auszupacken, entweder an Weihnachten oder andere tolle Sachen. Und wir schauen uns mal an, wie so ein Big Green Egg aus der Verpackung rausgeholt wird und was in so einer Verpackung alles zu finden ist. Und denkt dran, wir haben noch andere Videos am Kanal, denn wir werden in einem anderen Video, dass das Video eben nicht zu lang wird, uns anschauen, wie so ein Grill zusammengebaut wird. Mein Junior, der ist heute auch dabei. Denn der will auch wissen, wie es ausschaut, wenn man so einen Karton aufmacht. Und ich würde sagen, starten wir einfach mal. Jo, jetzt machen wir unser Unboxing. Mein Junior, der hat sich leider verabschiedet. Da war das Kinderzimmer und der PC doch wichtiger. Deswegen machen wir es jetzt alleine. Und ich zeige euch jetzt mal, was in so einem Big Green Egg Large Karton alles drin ist. Und das, was ich jetzt mache, empfehle ich euch auch. Also wenn ihr den auspackt, packt den genau so auf, dass ihr sagt, okay, ich tue die eine Seite und die andere Seite öffnen und kann den dann hier einfach wunderbar aufmachen. Denn er ist halt schwer, er ist massiv und daher macht es halt das Ganze leichter, wenn ihr den so seitlich einfach rausnimmt. Was ist alles drin? Gut, erstmal ein Karton. Ja, nicht so revolutionär. Dann haben wir natürlich ganz klar, wir haben einen Grillrost mit dabei. Also hier kann man jetzt dann auch schon mal abschätzen, wie groß ist denn so ein Grillrost vom Big Green Egg L. Also wie groß ist auch meine Grillfläche. Ich hatte in einigen Videos auch schon gesagt, also im Endeffekt, für wie viele Leute kann ich mit dem Ding grillen? Ich sag mal, für ein Firmen-Event oder so, 8 Leute kann man damit schon machen. Man kriegt hier seine 8 Schweinesteaks und so weiter drauf. Ist okay. Aber mehr als 8 sollten es auf jeden Fall nicht sein. 8 ist auch schon eine Grenze. Also wenn ich richtig gute Esser habe, dann ist es schon ein wenig eng. Also für mich ist das eigentlich so der perfekte Familiengrill. Für zu Hause Familie 4 bis 6, da ist das Ganze in Ordnung. Was haben wir dann noch mit drin? Wir haben nämlich unser Booklet mit drin, wo im Endeffekt die Anleitung mit dabei ist. Ich zeige es mal in die andere Kamera. Schön bebildert, wie der Ganze aufzubauen ist, wie im Endeffekt alles zu funktioniert, was eben zu beachten ist. Dann auch natürlich Sicherheitsanweisung. Amerikanisches Produkt, da ist Sicherheitsanweisung immer ganz, ganz wichtig. Ansonsten trinkt einer den heißen Kaffee von McDonald's. Und dass eben solche Sachen nicht passieren, ist das hier auch mit dabei. So, dann haben wir hier das Nächste. Da steht dann Fire Crate. So, und dann denken wir, oh, das ist aber ganz geil. Und das machen wir auch mal auf, denn das, was hier mit dabei ist, das ist speziell für den L und für den Minimax. Oh. Ordentlich verpackt, kommt ihr aus Übersee. Muss ja auch halten. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Was ist das? So, so sieht es aus. Und das Ganze wird dann unten bei der Asche mit sein. Und das ist dann eben hier unten dann mit drin. Werde ich euch nachher dann genauer zeigen, wie es ausschaut. Aber das ist auf jeden Fall das Teil hier. So, dann noch als Nächstes. Hier in die andere Kamera, dass ihr es auch schön seht. Band Assembly Kit steht drauf. Alles wirklich sauber verklebt, alles das, so wie der Big Green Egg für die Ewigkeit gebaut, auch die Verpackung. Das sind dann die ersten Montageteile für das Ganze, also sprich die Scharniere, der Griff für vorne, den haben wir hier mit dabei. Dann haben wir noch das Nächste, das Thermometer. Und das Thermometer, ultra cool, also stehe ich echt drauf. Also funktioniert auch sehr, sehr gut. Extrem stabil. Aber soll es mal kaputt gehen, kein Problem. Gibt es natürlich auch als Ersatzteil. Also auch da muss man Big Green Egg immer loben. Ersatzteil, Markt funktioniert hammergut. Es ist einfach verfügbar. Und wenn mal was kaputt gehen sollte, ihr könnt es auf jeden Fall austauschen. So. Und dann kommen wir zu den einzelnen Big Green Egg Teilen. Das ist also jetzt, was ich hier habe. Das ist der obere Teil. Der ist jetzt allerdings natürlich auch schön mit Folie festgemacht. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hergehen, ich hole mir kurz ein Cuttermesser und dann bin ich wieder da. Ja, Cutter habe ich nicht geholt, aber ich habe gleich die Folie entfernt, denn ich denke, wenn ich zu dumm bin, die Folie abzuziehen, das wollte ich nicht unbedingt anschauen. Und daher habe ich direkt die Folie weggemacht und dann heben wir jetzt mal den Deckel raus. Und man merkt es jetzt schon, der ist gar nicht so leicht. Wichtig ist auch, wenn ihr den hinlegt, passt echt auf. Es ist klar Keramik, aber
Ist auch stabil, aber wenn ihr es natürlich auf die Seite platzen lässt, ich meine, ihr kennt ja wie ein Glas ist auch erstmal stabil, aber wenn es halt runterfällt, dann hat es auch schnell einen Sprung und so ist es halt, ein grünes Ei. Und da muss man auch drauf aufpassen. Und das ist jetzt der Deckel. Hier oben sieht man auch das Filz, das ist dann für die Dichtung. Denn als nächstes, was wir haben, ist der Regulator. Jetzt habe ich natürlich mein Cuttermesser weggelegt. Das hole ich jetzt mal. Und der Regulator, der kommt dann hier oben drauf. Da könnt ihr euch auch dann das Video anschauen, wie ich den zusammenbaue. Gibt es nochmal ein eigenes Video, heute geht es nur ums Unboxing. Aber zur Erklärung, der Regulator, nehmen wir gleich aus dem Karton raus, den zeige ich auch mal, wie er ausschaut. Denn ich glaube, den müsst ihr euch einfach mal direkt anschauen, das ist nämlich auch ein geiles Teil, wie sich das eben hier gehört. Das ist der hier und der Regulator, ich zeige es mal so, so ist er von unten, so ist er im Endeffekt von oben. Und so kann ich den auf und zu machen. Und der reguliert, deswegen heißt es auch Regulator, der reguliert eben den Luftdurchzug durch den Kamado-Grill und durch das Aschefach geht es ja eben rein und da oben reguliere ich dann eben, wie viel Luft soll oben durch den Schornstein raus. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn noch alles in unserer grünen Überraschungskiste hier? Das nächste ist der Feuerring. Dieser Feuerring, so sieht er hier aus, der kommt oberhalb der Feuerbox. Ich lege das jetzt auch mal, wo legt man es hin? Das legt man da drüben hin. Machen auch später noch mal eine Aufnahme, wo ihr alles seht. Und bei diesem Feuerring ist dann das, was oberhalb der Feuerbox kommt. Das ist dann das hier. Und der Feuerring, der wird dann da drauf gelegt. Und befindet sich dann in dem grünen Eck. Das heißt, dieses Ding, das ist also ein fertiges, geschlossenes Teil. Wenn man es dann zusammenbaut, da schon ein kleiner Spoiler. Man hat eben hier die Feuerbox. Dann haben wir das nette Teil hier. Das lege ich dann einfach hier mit oben drauf. Da ist dann meine Asche, meine Kohle und so weiter drauf. Hab meinen Feuerring und habe dann meinen Grillrost oben drauf. Und das Ding wird dann eben entsprechend zusammengebaut. Aber das sind die Bestandteile, die bei einem Big Green Egg mit dabei sind. Das ist jetzt in dem Fall der L. Hättet ihr einen XL, dann schaut das Ganze ähnlich aus. Habt ihr Minimax, schaut es ähnlich aus. Klar, der Minimax, der hat stilistisch außen eben noch die Griffe mit dabei. Aber die geben sich nicht viel, also sind alle gleich aufgebaut. Ihr seht auch, es ist an sich ein einfaches Konstrukt. Das ist jetzt auch nicht so, wo ich sage, boah, da muss ich noch richtig viel schrauben. Also wir haben hier schon ein paar Schrauben, die sind auch schon vormontiert, also im Endeffekt auch soweit da, dass man sie nicht einfach verliert. Und das werde ich allerdings in dem Zusammenbauvideo machen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Big Green Egg, dann schreibt es in die Kommentare, ich würde mich freuen. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und wenn ihr Big Green Egg wollt, www.grillspanne.de. Bis dahin.